In den letzten 2,5 Jahren hat die Regierung unsere Grund- und Freiheitsrechte mit Füßen getreten. Und auch jetzt, im Zuge des Ukraine-Russland-Krieges, der Asylkrise und der massiven Teuerung, agiert Schwarz-Grün nicht im Interesse der eigenen Bevölkerung. Und was hat Van der Bellen getan? Er hat geschwiegen und die Fehlentwicklungen sogar noch befeuert. Anstatt für die Österreicher da zu sein, hat er sie mit Aussagen wie Zähne zusammenbeißen sogar noch verhöhnt. Doch es gibt jemanden, der den Österreichern wieder Hoffnung gibt. Jemand, dessen Herz rot-weiß-rot schlägt. Walter Rosenkranz hat in den letzten Wochen wirklich alles gegeben. Während sich Van der Bellen in der Hofburg versteckt hat, sich keinem einzigen TV-Duell mit den anderen Kandidaten gestellt hat, war Walter Rosenkranz tagtäglich im ganzen Land unterwegs und bei den Menschen. Und er hat ihnen zugehört. Denn nur wer sein Ohr bei der Bevölkerung hat, weiß, was es dringend braucht. Walter Rosenkranz hat gezeigt, wo sein Platz ist, nämlich bei den Menschen. Und genau das wird er auch als Bundespräsident fortsetzen. Er sieht sich als erster Diener der Österreicher und nicht als Befehlsempfänger von Brüssel. In so schwierigen und kritischen Zeiten wie jetzt braucht es einen Bundespräsidenten, der auf der Seite der Menschen steht. Am 9. Oktober habt ihr die große Chance, mit euren Stimmen das System endlich abzuwählen und den Weg für Neuwahlen und einen echten Neustart freizumachen. Damit das gelingt, kommt es auf jede einzelne und ganz besonders auf deine Stimme an. Daher ist es gerade jetzt so wichtig, am Sonntag zur Wahl zu gehen und Walter Rosenkranz zu wählen. Für unsere wunderschöne Heimat Österreich.